Ja, liebe Zuschauer, am Wochenende findet hier in Altenberg der Heimweltcup in Skeleton und Bob statt. Natürlich mit dabei Francesco Friedrich, unser Doppel-Olympiasieger aus Pirna. Franz, wie war das Feuerwerk in Pirna? Ja, das war erstmal gesundes neues Jahr an alle. Genau, und jetzt, ja, es war halt ein bisschen sehr, sehr trüb leider und dadurch hat man nicht so viel gesehen, wie man sich erhofft hat, aber ja, alles gut. Die leichte Erkältung, die man hört, hattest du schon vor dem Jahreswechsel. Wie sind die Tage aber hier im Eiskanal für dich abgelaufen? Wie gut seid ihr in Form, was den Weltcup am Wochenende betrifft? Ja, ich denke, das passt alles. Wir haben das Material, denke ich, ganz gut in den Griff bekommen. Die Bedingungen müssen jetzt noch ein bisschen stimmen. Heute sieht es ganz gut aus. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht ganz so viel schneit und dass es am Wochenende relativ fair für alle wird und für alle gute Bahnbedingungen herrschen. Und dann, denke ich, wird es ein sehr gutes Wochenende wieder. Während andere Teams mit etwas durchmischterer Mannschaftsaufstellung hier antreten, hast du das Beste vom Besten, die Creme de la Creme am Start. Sehr viel Olympiafieber, oder? Ja, also wie in der Berichterstattung im Winterberg schon gesagt wurde, die Siegreichen. Und so treten wir dieses Jahr an hier in Altenberg. Thorsten fährt sogar den Zweier seit langem mal wieder her. Da freut er sich schon richtig drauf. Weil die letzten Jahre hat es natürlich Martin, weil es hier genau bei ihm zu Hause war, ist meistens Martin den Zweier-Weltcup gefahren und Thorsten dann nur im Vierer mit den anderen Zweien. Ja, also wir fahren, wie gesagt, mit Candy, Martin und Thorsten dann auch im Vierer am Sonntag und ich denke, da sind wir ziemlich gut unterwegs. Wir haben erfahren, 3 Fanbusse machen sich auf den Weg, so viele wie noch nie. Allgemein werden viele Zuschauer erwartet. Wie wichtig ist es für euch Athleten, dass hier an der Bahn der Bär steppt? Ja, das ist immer was ganz Besonderes irgendwie. Man hat dann so, ja, man hat viel mehr für sich selber nicht Druck, aber man will viel mehr zeigen und man kann, glaube ich, auch irgendwie viel mehr mobilisieren, weil einfach nur ja, diese Stimmung hier an der Bahn schon mehr möglich macht und es ist einfach traumhaft und einfach toll, wenn, ja, wenn man irgendwo mal so ein bisschen Lob bekommt für das, was man macht das ganze Jahr und vor allem auch den ganzen Winter, in dem hier sich freuende Fans an der Bahn stehen und unsere Fahnen wedeln und mit uns Bilder haben wollen. Das ist schon mal was ganz Besonderes und ja, das ist immer natürlich am schönsten hier in Altenberg zu Hause. 3 von 4 Weltcup-Siegen in dieser Saison konntest du bisher einheimsen. Wie zuversichtlich bist du, dass am Wochenende Nummer 4, Nummer 5 und es wäre ja dann, wenn es der erste ist, auch dein insgesamt 20. Weltcup-Sieg? Ja, der 20. Weltcup-Sieg, das ist halt eine Zahl, aber... Nimmt einer mit, der Doppel-Olympiasieger und Zigfahrer-Weltmeister ist? Ach so auch nicht, also es muss schon irgendwo passen und ja, wir hatten schon mal so einen guten Start in der Saison. Wir sind schon mal 5 von 6 Rennen haben wir schon mal gewonnen. Ja, also hoffen wir mal, dass wir das verbessern können. Also wir geben natürlich Vollgas am Wochenende. Es muss schon trotzdem alles irgendwo ein bisschen stimmen und natürlich muss man auch, wenn das die Heimbahn ist, ist Altenberg immer besonders schwierig. Da muss es schon immer passen. Ja, und da muss man auch jede Kurve halbwegs gut treffen oder ziemlich gut sogar, um am Ende ganz oben zu stehen und der Start muss passen. Also es muss alles passen, aber wir wollen natürlich, wir liebäugeln schon mit einem Doppeltriumph hier am Wochenende.